Morgen, ihr Lieben. Ich bin Christina Moninger und ich darf euch heute zum letzten Tag der Romans-Woche ganz herzlich begrüßen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil es so schön war und weil es schon vorbei ist. Noch nicht ganz, noch haben wir ein ganz tolles Programm vor uns. Also ich habe die Woche sehr genossen und ich hoffe ihr auch. Ich hatte sehr viel Spaß an den Gewinnspielen, Leseschnipseln und vor allem an den Live-Lesungen. Und bevor ich euch jetzt einen kleinen Überblick über den kommenden Tag gebe, möchte ich erstmal ein ganz großes Dankeschön loswerden an die Organisatoren der Romans-Woche für ihre Wahnsinnsarbeit, an Tanja und ihr Team und an alle Blogger und natürlich an euch Leser, weil ohne euch würden wir vielleicht Bücher schreiben, aber es würde sie keiner lesen. Und ja, wir würden unseren Traum nicht leben können. Dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Heute haben wir einiges vor uns. Ich muss mal kurz spicken, weil es so viel ist. Wir haben als nächstes eine Buchvorstellung von der wunderbaren Martina Gerke, die mich die Woche mit ihrer fröhlichen Art in ihren Live-Lesungen und Videos sehr begeistert hat. Dann haben wir ein Gewinnspiel von der Aurelia Felten. Wir haben ein Protagonisten-Interview mit Josie Q. Wir haben ein Interview mit Ava Innings. Leseschnipsel von Jo Berger und Emma Rose und Virginia Fox. Meine eigene Buchvorstellung haben wir später auch noch und zum krönenden Abschluss dann noch zwei Live-Lesungen, einmal von Emma Wagner und von der wunderbaren Poppy J. Anderson. Also wir haben noch einiges vor uns und ja, ich möchte einfach nochmal Danke sagen, dass ich dabei sein durfte und schließe mit einem Zitat aus meinem neuen Buch, das im Juni rauskommt, wenn gestern unser Morgen wäre. Das Leben erfüllt einen einzigen, ganz einfachen Zweck. Es gibt uns Zeit, Zeit zu lieben. In diesem Sinne, macht's gut!